Hallo und herzlich willkommen zu Bloons TD5. Heute zeige ich euch, wie ihr die Mission Mob-Wahnsinn schafft. Ihr müsst erst ein Affendorf bauen. Und hier steht, erhöht die Angriffsreichweite alle Türme in seinen Radius um 15%. Das müsst ihr upgraden. Und dann erhöht bei allen Türmen in der Nähe die Kraft zum Platzen lassen um 1. Das müsst ihr auch machen. Nämlich das, sonst verliert ihr. Habe ich schon ausprobiert. Also, ihr müsst erstmal Reichweite, Robo-Affe, dann Plasma. Müsst ihr jetzt mit den anderen auch machen. Und ihr müsst aufpassen, dass der sobald in Radius ist, des Affendorfes. Dann startet ihr. Ihr dürft nicht zu schnell machen, nämlich ihr müsst ein Superheld gleich noch kaufen. Müsst ihr oben schnell packen. Und müsst ihr upgraden, damit ihr auch schön weit schießen kann. Dann müsst ihr Laser und dann Plasma. Und dann müsst ihr einfach abwarten. Jetzt müsst ihr Plasma. Und dann habt ihr gewonnen. So, das war der Mob-Wahnsinn. Ich hoffe, es bringt euch weiter zu den Sieg natürlich. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Bloons TD5. Macht's gut, haut rein, ciao.